Ich befinde mich jetzt in Lettland und wollte einfach mal so die Verhältnisse im S-Bahn-Verkehr und mit der S-Bahn zwischen Hamburg und Riga bzw. Lettland gegenüberstellen, auch wenn sich manches nicht vergleichen lässt, weil mir hier doch so einiges aufgefallen ist. Ja, hier sieht man einen S-Bahnsteig, etwas außerhalb der Stadt gelegen. Und ich möchte mal anfangen mit den Zügen. Die sind hier schon etwas altmodischer. Das heißt, die stammen teilweise aus den 60er Jahren, aus den 70ern, sind aber ganz gut modernisiert. So, der eine Unterschied ist zum Beispiel, dass man an manchen Bahnhöfen keine Bahnsteige hat. Also man muss relativ hoch in den Zug einsteigen, was in Hamburg ja in der Regel zur Ebene Erde geht, also durch den Bahnsteig direkt in den Zug. Und ja, Fahrradmitnahme ist hier auch möglich. Dann ist ein weiterer Unterschied, dass die Züge sehr weit aus der Stadt herausfahren. Das wäre so, als wenn man von Hamburg nach Bremen mit der S-Bahn fahren könnte. Also schon deutlich über 100 Kilometer raus aus der Stadt. Und ja, dann komme ich mal zu der Zuverlässigkeit. Also im Vergleich zur Zuverlässigkeit, also die Züge fahren hier auch relativ schnell. Nicht überall, aber in vielen Strecken. Also das ist durchaus vergleichbar mit Hamburg. Die Fahrpreise sind enorm günstig. Da kommt gerade eine. Wie gesagt, ich möchte an dieser Stelle nochmal betonen, manches lässt sich nicht vergleichen, aber vieles schon. Also zum Beispiel ein ganz großer Unterschied ist, dass die Züge hier wirklich auf die Sekunde pünktlich sind. Selbst wenn sie 3-4 Stunden unterwegs sind. Also ich habe hier bei allen Fahrten, die ich gemacht habe, nicht einmal erlebt, dass ein Zug auch wirklich nur 1 bis 2 Minuten Verspätung, was durchaus auch hier vorkommen kann, hat. Also das, was wir in Hamburg erleben, das ist praktisch jeden Tag. Also wirklich ohne Ausnahme, so wie es in den Feierabendverkehr geht. Jeden Tag Betriebsstörungen, Weichenstörungen, Signalstörungen, Personen im Gleis und was weiß ich alles. Wo es ständig zu Störungen kommt, wo man im Grunde genommen sich überhaupt nicht auf die Bahn verlassen kann, auf die S-Bahn. Wo dann auch einfach manchmal ohne Begründung, was ich auch schon mehrmals erlebt habe, nicht oft, aber einige Male, dann einfach die Zugstrecke von Dammtor aus komplett ausfällt. Da fahren dann gar keine Züge, da muss man dann einen riesen Umweg weiterkommen. Also das alles habe ich hier nicht erlebt. Ein weiterer Knackpunkt sind die ständigen Baustellen. Hier wird das nachts gemacht, wenn kein Zugverkehr ist und tagsüber rollt der Verkehr. Und in Hamburg werden ständig die Verbindungen unterbrochen, wenn man jetzt so denkt an Richtung Aumühle. Wenn man da mal in Sachsenwald will, ganz viele Wochenenden, über Monate hinweg sind die Strecken unterbrochen. Man kann kein Fahrrad mitnehmen. Dann sollen die Leute umsteigen auf die S-Bahn. Ich habe Autofahrer kennengelernt in Hamburg, die wieder zurückgekehrt sind zum Auto, weil sie die Schnauze voll hatten. Dann fahren sie von Stade 2-3 Stationen, dann müssen sie umsteigen in den Bus. Der wartet da nicht, wenn die Bahn Verspätung hat. Stehen sie da 10 bis 20 Minuten, bis der nächste Bus kommt. Das gleiche dann wieder umgekehrt. Also der Umstieg vom Bus in die Bahn, weil der Bus nicht pünktlich ist, ist die Bahn weg. Und diese ganzen Probleme habe ich hier im Grunde genommen noch nie erlebt. Ja, also. Und das, ich befinde mich jetzt hier in der Nähe der Ostsee. Die Züge fahren hier direkt an der Küste entlang sozusagen. Also man kann von hier aus in wenigen Minuten am Wasser sein. Ja, also ganz wesentlicher Punkt ist, dass die Züge hier absolut zuverlässig sind. Also Verspätung, das scheint hier ein Fremdwort zu sein. Kann man wirklich die Uhr nachstellen. Alles ist tipptopp sauber, nirgendwo liegt Müll rum. Man sieht das hier auch auf dem Bahnsteig. Hat aber auch was mit den Menschen zu tun, wie sie damit umgehen. Und ja, Fahrrad kann man auch mitnehmen. Ich weiß aber nicht, ob umsonst, aber ich glaube, soweit ich das verstanden habe, ja. Und man bedenkt, dass man sehr weit ins Land reinfahren kann, ist das schon eine ganz praktische Sache. Ist aber etwas schwierig, weil, wie gesagt, die Züge recht hoch sind.
Dann sehen wir hier jetzt direkt eine weitere interessante Sache, dass hier sehen wir die Bahnsteige. Und wenn man sich überlegt, dass das Ganze 9 bis 11 Monate gedauert hat, haben sie über zehn Bahnhöfe mit auch behindertengerechten Zugängen ausgebaut. Also es ging unglaublich schnell. Ich war ein Jahr nicht da, bin dann im Sommer des nächsten Jahres wiedergekommen. Das ist jetzt ein paar Jahre her, vielleicht 3, 4 Jahre. Und ruckzuck waren plötzlich die Bahnsteige da. Wenn man das erlebt, frage ich mich, warum solche Baumaßnahmen in Hamburg Jahrzehnte, die Betonung liegt auf Jahrzehnte, dauern. Beispiel Bahnhof Altona. Seit über 10 Jahren wird an diesem Bahnhof umgebaut. Die werden und werden nicht fertig. Dann werden Rolltreppen eingebaut vor ungefähr 1 bis 2 Jahren. Das ist also wirklich keine Laufzeit für Rolltreppen. Die laufen dann nicht mal ein Jahr und das auch mehr mit Störungen als ohne. Dann werden sie wieder ausgebaut. Dann muss man wieder fast ein Jahr warten, bis da neue drin sind oder die umgebaut sind. Also es ist wirklich eine Zumutung, was da in Hamburg mit den Menschen gemacht wird. Und vor allem, dass die Menschen sich das alles gefallen lassen, dass sie sich das einfach so hinnehmen. Weil wenn man jetzt sieht, zum Beispiel der Riga Hauptbahnhof, da haben sie den gesamten Bahnhof in knapp 9 bis 10 Monaten umgebaut, einschließlich dem Einbau von Rolltreppen, die übrigens immer funktionieren. Habe ich noch nie erlebt, dass die nicht funktionieren. Und dann stellt man sich schon die Frage, woran liegt das? Weil ich denke mal, dass die Hamburger S-Bahn mit ihren Bahnsprecher alles schön redet, aber in Wirklichkeit überhaupt kein Interesse hat, den Fahrgästen ein adäquates und vernünftiges Verkehrsmittel zur Verfügung zu stellen. Und umso erstaunlicher ist auch, dass die Grünen, die alle am liebsten zum Umsteigen bewegen wollen, nicht entsprechend Druck ausüben, dass diese katastrophalen Zustände, die es hier nicht gibt, abstellen. Ja, dass da Druck ausgeübt wird, dass die Bahn pünktlich zuverlässig verkehrt in Deutschland, in Hamburg meine ich, die S-Bahn zuverlässig, pünktlich, sauber, ist doch alles machbar. Wenn das hier geht, Lettland ist eines der ärmsten EU-Länder, wieso geht das dann nicht bei uns? Das sind Dinge, die kann ich praktisch nicht nachvollziehen. Auch wenn es sich manches hier nicht so vergleichen lässt wie mit Deutschland. Aber wie gesagt, hier, was die Geschwindigkeit der Umbauten betrifft, und man sieht, das ist eigentlich ganz gut geworden, dann stellt man sich schon so manche Fragen. Ne? Aber wenn man nicht den Vergleich hat und Journalisten in Deutschland nicht entsprechend nachhaken, wenn da manche Sachen etwas seltsam sind, sondern sich einfach mit dem Pressesprecher abgeben und das dann eben auf sich beruhen lassen, dann erfährt der interessierte Zuhörer natürlich oder der interessierte Zeitungsleser natürlich auch nicht die Hintergründe. Ne? Also ich würde dann zum Beispiel als Journalist nachfragen, wieso funktionieren seit 10 Jahren die Rolltreppen nicht im Bahnhof Altona? Warum werden da neue eingebaut, die nach einem Jahr wieder ausgebaut werden? Und wie gesagt, die Umbaumaßnahmen dauern dann mindestens ein Jahr oder ein halbes Jahr. Das könnte sich zum Beispiel kein Kaufhaus in der Hamburger Innenstadt leisten. Da funktioniert das ja auch. Hier nochmal ein Blick auf die Bahnhofsarchitektur. Und ja, also ich werde mich da wohl wieder dran gewöhnen müssen, wenn ich nach Hamburg zurückkomme, dass da alles nicht so richtig funktioniert und dass es nur Chaos ist und ständig Streckensperrungen und Baumaßnahmen, und die sicherlich auch notwendig sind. Aber die Frage stellt sich, ob das nicht ein bisschen anders organisiert werden kann, um die Fahrgäste da auch... ob das nicht anders organisiert werden kann, dass das besser und zuverlässiger funktioniert. Und ist es auch nicht nachvollziehbar, warum zum Beispiel die Strecke Altona-Holstenstraße bis zu 50 Mal im Jahr gesperrt wird. Ich rede jetzt nicht von den zwingend notwendigen Brückenarbeiten, die da ausgeführt werden und ausgeführt wurden, sondern ich rede außerhalb dieser Baumaßnahmen. Okay, dann können Sie sich mal so ein kleines Bild davon machen, wie das hier ist. Also ich genieße das hier, ruhige Züge, zuverlässig, pünktlich, sauber, und noch ein ganz wichtiger Punkt: 10-mal billiger als in Deutschland. Also die Entfernung Hamburg-Lübeck, da ist man ja mit satten 30 Euro dabei, wenn man keine Ermäßigungen hat, und hier kostet die gleiche Entfernung, also hin und zurück meine ich, und hier kostet die gleiche Entfernung 3 Euro, also es ist 10-mal billiger. Jetzt kommt natürlich bestimmt das Argument, die Leute verdienen nicht so viel Geld. Natürlich verdienen sie hier nicht so viel Geld wie in Deutschland, aber so viel weniger nun auch wieder nicht. Also ich habe da jetzt keine direkten Vergleiche, aber wenn man sieht, was für Autos hier rumfahren, dann geht es manchen Leuten nicht so schlecht. Und es ist auf jeden Fall, verdienen sie nicht 10-mal weniger als in Deutschland. Das heißt also auch im Verhältnis zum Einkommen,
ist die Bahn sehr günstig und zuverlässig. Also man zahlt hier für die Dreiviertelstunde Fahrt an die Küste, zahlt man hin und zurück 2 Euro, nur mal damit man so einen kleinen Preisvergleich hat. Und da finde ich, jetzt werden schon wieder im HVV die Preise angehoben. Hier stehen sie seit 10 Jahren oder 5 Jahren, hier werden sie nicht angehoben. Und dann stellt man sich auch die Frage, warum die Grünen immer den Mund recht voll nehmen und immer für den Nahverkehr und für das Umsteigen sind, sich nicht mit massivem Druck dahinter klemmen, dass sich die Verhältnisse endlich verbessern. Ich verstehe auch nicht, warum ich beim HVV ständig Fahrpreiserhöhungen habe. Und sicherlich, das Netz ist sehr groß, es wird auch viel geboten, ist gar keine Frage. Ich finde das auch super toll, was man da alles für Möglichkeiten hat, dass man mit einer Fahrkarte von A nach B fahren kann, das ist, und mehrmals den Zug wechseln kann und den Bus. Alles wunderbar, aber bei der S-Bahn funktioniert eben fast nichts mehr richtig. Also das ist nur noch Chaos und ich finde, da sind die Grünen gefragt, dass sie da mal entsprechend Druck machen. Okay, jetzt verabschiede ich mich und hoffe, dieses kleine Video hat Ihnen gefallen.